Ja Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo zu Batman Arkham Origins. Und zwar wurde heute ein Multiplayer angekündigt, beziehungsweise auch schon ausgewählten Personen gezeigt und die haben darüber berichtet. Und ja, ich frage mich jetzt schon wieder, warum das Ganze sein muss. Ist es wieder ein Spiel, was überflüssigerweise einen Multiplayer kriegt? Obwohl es kein braucht. So wie Dead Space, Bioshock, etc. Hm, ich weiß nicht. Auf jeden Fall erstmal die Information für euch. Falls ihr es noch nicht selber gelesen habt. Und zwar wird das Ganze separat entwickelt. Also es wird nicht von dem Team gemacht, die den Singleplayer machen. Was schon mal eine gute Nachricht ist. Es wird von den Splash Damage Studios. Oder einfach nur Splash Damage. Ähm, gemacht, die... Äh, <laughs> Ja, den äh, krassen Shooter Brink gemacht haben, der ja, ja ich sag mal, so vieles versprochen hat, wenig eingehalten hat und äh, ja, nicht besonders funktioniert hat, einfach technisch gesehen. Später war es wohl äh, doch ein bisschen besser, aber anfangs waren da so viele Bugs und so weiter drin und äh, ja, wo ich das dann gelesen habe, war ich erstmal nicht begeistert. Äh, muss jetzt nichts heißen ja, wer weiß äh, man wird sehen was daraus wird auf jeden Fall ist das ein Multiplayer für 8 Mann mit drei Teams ja es gibt 2 Teams die ähm, zum Anfang zumindest anscheinend Elite Soldaten spielen sollen oder so Schurken halt mit Waffen aus der Third Person Sicht also wie bei Uncharted Gears of War etc. Mit Deckungssystem und so weiter. Man kann die Charaktere dann später, die leveln ein bisschen auf. Es gibt ein bisschen was, was man dann an einem Aussehen ändern kann und so weiter. Aber anscheinend nicht so viel. Ja, soll sich ein bisschen in Grenzen halten. Und das sind die Dreier-Teams, wo denn ähm, um Flagge kämpft wird. Also die beiden Teams kämpfen um Flaggenpunkte. Beziehungsweise einfach so Territoriumspunkte anscheinend. Und ähm, ja, eine gewisse Anzahl an Leben haben sie. Und äh, ja, das klingt schon mal... Naja, ich weiß nicht. Also es kann spaßig werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hört sich das alles normal an, würde ich sagen. Nichts besonderes, ist okay, bla bla bla. So, ab einem gewissen Punkt wird denn für ein Team ein Super-Schurke freigeschaltet und ähm, zwar wurde vorgestellt, erstmal, ich weiß nicht, ob da später noch andere hinzukommen, aber erstmal Joker und Bane und derjenige, der als erstes an einem gewissen Punkt ist aus dem Team, der darf den steuern. Das erinnert mich jetzt ja zum Beispiel an den Bioshock-Multiplayer, was jetzt nichts Besonderes ist, weil der Bioshock-Multiplayer vom zweiten Teil ultra scheiße war. Ähm, da konnte man dann auch ab gewissen Punkt auch den Big Daddy spielen. Und ähm, ja, hier kannst du dementsprechend dann Bane oder Joker spielen, je nachdem auf welcher Seite du spielst. Ist ja logisch. Und ähm, ja, Bane ist klar, Muskelpaket, der geht ein bisschen in den Nahkampf, haut die Leute kaputt. Joker bleibt ein bisschen auf der Ferne, ist ein bisschen. Äh, wisst ihr schon. Wie Joker und Bane sich steuern wird, das könnt ihr euch selber vorstellen, denke ich. Ja, das sind bei den Dreierteams, das sind die Möglichkeiten. Und. Ähm, ja, also diese Bane und Jogger Figuren, die haben dann eine, eine gewisse Energie und dann sind sie weg. Und das war's dann eigentlich großartig schon. Je mehr Flaggenpunkte du einnimmst, je mehr du Leute tötest und so weiter, dementsprechend mehr Punkte machst du natürlich. Deine Leute sterben, und die kannst du auch zum gewissen Teil wiederbeleben, wenn du die zwei Superhelden tötest, die das dritte Team bilden. Nämlich Batman und Joker. Äh Quatsch, Quatsch, Batman und Robin, sorry. Völlig durchländisch wieder hier. Und ähm, das bildet ein drittes Team aus zwei Leuten. Einer spielt Batman, einer spielt Robin. Und äh, die können anscheinend auf ihre volle Gadget-Auswahl zugreifen. Also Gleitflug, Rauchbombe etc. Und äh, da muss man um einiges taktischer vorgehen. Muss, mit, muss sich von hinten anschleichen und so weiter, unentdeckt bleiben, kann durch, äh, hier sagt man hier, durch Lüftungsschächte krabbeln, an den, an den, an, an den Wasserspeiern, diese Dinger, kennt ihr aus Batman, äh, hängen und äh, die Situation beobachten etc. Und äh, muss halt wirklich vorsichtig vorgehen, um die Leute auszuschalten. Und ähm, dieses Team kann anscheinend gewinnen, indem sie den gegnerischen Spielern bzw. Figuren Angst einjagt. Ja, so habe so hab ich das gelesen zumindest. Ich kann mich jetzt auch täuschen. Ähm, ich nehme sowieso keine Gewehr auf ähm, Vollkommenheit hier, ja? Also kackt mich nicht an, wenn irgendwas nicht stimmt. Das könnt ihr gerne in die Kommentare mich berichtigen, ist kein Problem. Ja, soll ja auch ein bisschen zur Diskussion anregen, das Ganze, was ihr davon haltet. Und ähm, ja, die müssen halt durch gute Aktionen die... Ähm, Spieler verunsichern, etc. Und dementsprechend, wenn dann eine gewisse Leiste gefüllt ist, dann haben sie gewonnen. Und so weiter halt, ja. Also... Im Großen und Ganzen ist es so. Es gibt natürlich noch Feinheiten, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. gesagt, ähm, könnt ihr gerne selber machen, ja. Selber nachschauen, selber informieren noch ein bisschen. Wer da Interesse hat. Ich für mein Teil... Halte das... Ich bin da skeptisch irgendwie ein bisschen gegenüber. Ich meine, erstmal ist es gut, dass es nicht vom gleichen Studio entwickelt wird. Was aber nichts heißt. Das heißt nichts. Das war bei Bioshock 2 auch. Ich weiß nicht, ob es bei Dead Space war. Aber das sind so Spiele, die brauchen keinen Multiplayer. Die einzige Ausnahme, die es in den letzten Jahren gezeigt hat, die äh, wo Singleplayer mit einem guten Multiplayer war, das war mit Assassin's Creed. Ja? Da ging das gut, weil es mal was Neues war. Hier ist es schon wieder so ein Mischmasch aus altem Zeug und jetzt machen wir noch Batman und Robin rein. Und dann schauen wir mal wie das so funktioniert. So hört sich das schon wieder an. Ich weiß nicht ob das fesseln kann auf lange Sicht. Ich will das jetzt nicht verteuern, ich werde es auf jeden Fall mal anzocken, antesten. Vielleicht macht es ja auch Bock durch diese Dreierteams und so weiter ist vielleicht eine Möglichkeit, dass es doch mal interessant wird. Ob das auf Dauer fesselt, das ist jetzt natürlich eine andere Frage. Ob Splash Damage das hinkriegt, das ist auch eine Frage. Oder? Also, ich war da vom Brink ganz gar nicht begeistert, was sie da gemacht haben. Aber gut, jeder hat eine zweite Chance verdient, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Ähm, muss man ja nicht direkt verteufeln, das geht nicht mehr. Es war ja auch kein Komplettausfall im Brink. Man muss halt gucken, wie sich das so entwickelt, aber gut. Also, für mich klingt es eher so wie. Ähm ähm, ja, wir erzählen jetzt ein Prequel. Weißt du was? Wir brauchen jetzt noch einen Multiplayer, damit wir da Multiplayer-Maps verkaufen können. So ist es oft nun mal aus Publisher-Sicht. Wir werden sehen, ob da ein bisschen mehr hinter steckt als nur ähm, eine nette Reingabe. Und äh, ja, wie gesagt, mal gucken. Ich bin da skeptisch, aber ich werde es auf jeden Fall mal antesten und mal gucken, denn, wie das so ist. Ja. ja. Wie gesagt. Keine Garantie auf Vollständigkeit hier. Ein, zwei Sachen habe ich sicherlich vergessen. Die könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da noch mehr Informationen habt. Ja, ähm, ihr könnt mir auch gerne mal, das interessiert mich mal wirklich, ähm, mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass es da jetzt einen Multiplayer gibt. Ähm, wie gesagt, ich Teil, bin skeptisch und ich sage auch ganz klar, es hätte nicht gebraucht. Es hätte es nicht gebraucht. Aber mal sehen. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und äh, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da, ja, eine positive am besten natürlich. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören, haut rein und tschüss.